Die Übung geht am besten, wenn ihr für einen Augenblick eure Augen schließt. Müsst ihr nicht. Die Übung geht auch mit Augen auf. Nur ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die Übung durchzuführen und auch durchaus mit einer gewissen Chance auch erfolgreicher. Wer will, kann die Augen schließen. Und entspann mal einfach ohne großes Getue deinen eigenen Körper. Vielleicht nur 2-3% mehr Entspannung, vielleicht auch ein bisschen mehr. Hab keine große Erwartung, entspanne einfach etwas deinen Körper. Und jetzt lenke mal deine Wahrnehmung auf deine Atmung. Mit der Frage, atme ich noch? Und mit der Frage, wie atme ich im Augenblick? Nichts verändern, versuche zu spüren, versuche wahrzunehmen. Wie atme ich? Es ist ganz normal, dass das Denken, der Geist zwischendurch loswandert und dich in Geschichten hineinzieht, in Themen hineinzieht. Nimm auch das wahr, schmunzel vielleicht, freu dich, dass du es gemerkt hast und kehre zurück zu der Frage, wie atme ich im Augenblick? Versuch dir mal vorzustellen, dass du mit jeder Ausatmung noch etwas mehr entspannst. Vielleicht spürst du, dass du langsamer wirst. Vielleicht spürst du auch eine angenehme, wohlige, leichte, sanfte Entspannung aufsteigen. Und bestimmt hast du ein wenig Lebenserfahrung oder auch viel Lebenserfahrung. Vielleicht glaubst du auch, du hast eine gewisse innere Weisheit. Dann versuch mal von da aus die folgende Frage zu beantworten. Was könnte ich einmal in der Woche tun, weil es mir gut täte? Was könnte ich einmal in der Woche tun, weil es mir gut täte? Ein paar Dinge machst du bestimmt schon. Nimm etwas Realistisches, was dir vielleicht noch helfen würde. Welche eine Sache pro Woche könnte mir gut tun? Wenn du mehrere Ideen hast, was sein kann, suche aus dem Bauch heraus eine aus. Einmal pro Woche, was könnte mir gut tun? Lass uns weiter wandern. Welche eine Sache im Monat könnte mir gut tun? Für mein Wohlbefinden, meine Erholung, meine Widerstandskraft, meine Energie, meine Zuversicht. Welche eine Sache im Monat, also einmal im Monat, was könnte mir gut tun? Was wäre machbar und was würde mir gut tun? Auch hier, wenn mehrere Dinge auftauchen, super, wähl eine Sache vom Bauch aus gesehen aus. Lass uns weiter wandern, einmal im Jahr. Was könnte dir einmal im Jahr einfach gut tun? Ein paar Dinge machst du schon, vielleicht einen Urlaub,
oder ein Treffen mit Freunden oder. Und überleg mal aus dem Bauch heraus, aus der inneren Weisheit heraus, welche eine Sache könntest du noch machen einmal im Jahr, weil sie dir richtig gut täte. Dir muss nichts einfallen, dir kann was einfallen. Jetzt schließen wir den Kreis zu einer letzten kleineren Einheit. Welche eine Sache pro Tag, welche Kleinigkeit pro Tag könntest du machen und sie würde dir richtig gut tun? Welche eine einzige Sache pro Tag, vielleicht für eine Minute, vielleicht für 5 Minuten, was wäre machbar, realistisch, würde dir dabei helfen, dich wohler zu fühlen, dich frischer zu fühlen, dich energiegeladener zu fühlen, dich widerstandsfähiger zu fühlen? Welche eine Sache pro Tag? Wenn du magst, kannst du deine Finger ein bisschen bewegen, deine Füße ein bisschen bewegen. Fange langsam an, dich zu recken und zu strecken. Mach das vorsichtig. Und öffne ganz langsam deine Augen. Wenn du magst, kannst du dir jetzt aufschreiben, auf welche Ideen du gekommen bist. Ich weiß von mir, meine Ideen sind manchmal echt flüchtig. Da ist es ganz schön, sich ein paar Dinge aufzuschreiben. Wenn dir was eingefallen ist, was du einmal am Tag machen kannst, schreib es dir kurz auf. Wenn dir eingefallen ist, was du einmal in der Woche machen kannst, schreib es dir kurz auf. Wenn dir eingefallen ist, was du einmal im Monat machen kannst, schreib es dir kurz auf. Wenn dir eingefallen ist, was du einmal im Jahr machen kannst, schreib es dir kurz auf. Fang vielleicht nicht mit allem gleichzeitig an, sondern überleg dir vielleicht, okay, welche Sache hilft mir wohl am schnellsten, am ehesten, wo habe ich am meisten Spaß bei, wo hilft es mir, einfach ohne riesengroßen Aufwand dabei zu haben. Und das ist für mich etwas, was einfach diese Resilienz tatsächlich steigern kann.